Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge For the People. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. So, gucken wir mal hier rein. Wir haben 5 Sachen. Okay. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Genosse River, ich beglückwünsche Sie zu Ihrer Ernennung auf den Posten. Ich werde Sie nicht mit langen Einleitungen ermüden, sondern gleich zur Sache kommen. Ich möchte mich über die böswillige Inkompetenz des neuen Leiters der städtischen Gastronomie, Jakob Marx, beschweren. Wer könnte besser die rapide Verschlechterung der Qualität und außerdem die Verringerung der in unserer Küche angelieferten Mengen an Fleisch und Gemüse bemerken, wenn nicht ich, ein Koch? Es ist bezeichnend, dass das Problem gleich auftrat, nachdem Margaret Atwood, die vorhergehende Leiterin der Gastronomie, in Pension ging. Hier riecht es nach Diebstahl. Ich bitte Sie, die Situation möglichst sorgfältig zu prüfen. Eine gesunde Ernährung der Werktätigen ist die Grundlage für die Entwicklung unseres Landes. Ich hoffe auf baldige Antwort, Genosse Julius Becker. Also schon wieder Korruption, das muss überprüft werden. Lüge, Verleumdung, bürgerliche Propaganda. Es geht schon wieder. Ja, genau, wir haben ein Komitee gebildet und es zeichnet sich ein Muster ab. Und aus dem Grunde bin ich jetzt schon dafür, auch wenn ich weiß, dass wir nur noch 17.000 haben, das Geld hier auszugeben. Es geht ums Essen. Ja, das außerdem, genau. Leg mich nicht mit einem Koch an. Ja, dank der Beschwerde des Genossen Becker wurde ein echtes Verbrechersyndikat aufgedeckt, das sich um den Zentraleinkauf von Lebensmitteln gebildet hatte. Die AES untersucht den Fall noch und der Platz des Leiters der Gastronomie wird der Genosse Becker einnehmen. Cool! Ein Koch an so einer Position ist immer eine richtig gute Entscheidung. Also, nächstes. An den Genossen Francis River vom Gebietskomitee der Partei. Uns haben Gerüchte erreicht, dass sich in Eisen 1 das Verhältnis gegenüber Funktionären der Partei verschlechtert hat. So wurden vor 2 Wochen das Fahrzeug des Sekretärs der Betriebszelle mit verdorbenen organischen Erzeugnissen beworfen und Genosse Wolf, der durch ihre Stadt gefahren ist, bemerkte an einer Wand des Bahnhofsgebäudes beleidigende Aufschriften, die grob Herabwürdigung aller Parteifunktionäre zum Inhalt hatten. Francis, das geht nicht! Ein Sinken der Autorität der Partei ist vollkommen inakzeptabel. Wir wissen, dass die Schuldigen an dem ideologischen Übergriff auf das Fahrzeug des Sekretärs früher oder später ihre verdiente Strafe erhalten. Wir wissen auch, dass die Wände des Bahnhofs überstrichen werden. Das braucht nicht diskutiert zu werden. Wichtig ist allerdings, das geschwächte Bewusstsein der Bevölkerung von Eisen 1 zu stärken. Deshalb werden Sie gebeten, eine allgemeine Prüfung über die Kenntnisse der Regeln für den Aufbau des Organismus unter der Orangismus unter der erwachsenen Stadtbevölkerung durchzuführen. Das wird die Menschen daran erinnern, dass die Partei ein untrennbarer Bestandteil ihres täglichen Lebens ist. Ha, ich kann mir vorstellen, wie Chesters Cretins die Prüfung ablegen werden. Allein deswegen lohnt es sich, die Prüfung durchzuführen. 3000. Machen die sich über dich lustig? Mir ist übrigens jetzt auch das erste Mal aufgefallen, dass die Briefe entweder an das Gebietskomitee der Partei gehen oder an den Vorsitzenden des Stadtkomitees. Also auch da wird getrennt. Ja. In den Funktionen. Und der Frank füllt beide Positionen aus und versucht das zu tarieren. Und mir ist es bisher einfach nicht bewusst gewesen, dass das immer auch in der Überschrift schon steht. Ob das an den Genossen von der Partei geht oder an den Herrn Stadtkommandanten. Nee, das hier ist ja an den Genossen Francis River vom Gebietskomitee der Partei. Ach so, okay. Also Absender ist hier das Gebietskomitee der Partei. Wir kriegen von oben was gesagt gerade. Mal sag's, ist doch schon ein bisschen spät. Ich werde unaufmerksam, Verzeihung. Ja, alles gut. Ändert, glaube ich, aber trotzdem nichts an der Frage, ob die sich über uns lustig machen. Also es ist jetzt gerade schon so ein bisschen Ideologietest. Ja.
ist das jetzt so ein, wer nicht für die Ideologie der Partei ist, ist gegen sie? Bin mir da gerade unsicher, ob wir jetzt uns damit nicht mehr Probleme einhandeln als notwendig. Ich sehe es kommen, dass wir bald, dass uns bald die Mittel ausgehen und da sollte uns ein hoher Prozentzahl hier bei der Partei helfen. Und wenn wir hier, machen die sich über uns lustig, anklicken, werden wir hier erniedrigt werden. Ich schätze, dass es 3000 wert ist, das zu tun. Bauchgefühl. Dann wäre mein Vorschlag, dass kurz auf Wiedervorlage zu setzen und erstmal noch uns was anderes anzugucken. Alles klar. Sehr gerne. An den sehr geehrten Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Seien Sie gegrüßt, Genosse River. Ich freue mich, dass Sie den Posten des Leiters des Stadtkomitees eingenommen haben. Ich hoffe, Sie können mir besser helfen als Ihr Vorgänger, Genosse Lebowski. Das Traurigste ist, dass das Problem sehr einfach ist. Ich wohne in der 9. Etage und bei mir leckt das Dach. Genauer nicht bei mir, sondern in meinem Wohnraum. Und diese Kleinigkeit belästigt mich schon mehrere Monate. Vor der Municipalität aus wurde bereits zweimal irgendeine Reparatur durchgeführt und sie haben sogar behauptet, dass alles gemacht ist. Aber jedes Mal nach ihrem Besuch beginnt es nach ein paar Tagen von neuem bei mir von der Decke zu tropfen. Und jetzt antworten sie auf meine Anrufe einfach nicht mehr. Bitte machen Sie irgendetwas. Das tropfende Wasser und die feuchte Luft bringen mich irgendwann um den Verstand. Hochachtungsvoll, Genosse Tobias Lorenz. PS, meine Adresse, Straße der Arbeit, Haus 5, Wohnung 37. Ist die Frage, ob wir uns jetzt dieses Problems annehmen oder nicht. Also die Variante 2 soll er doch an Kippler schreiben, wäre rein von der Zuständigkeit wahrscheinlich der Weg. Allerdings hat er das ja jetzt schon ein paar Mal gemacht und kam da nicht weiter. Also wir könnten den jetzt so ein bisschen auf die Suche nach Formular 38a irgendwie schicken. So. Im Sinne von Asterix und Obelix, wo die versucht haben, in Rom das richtige Formular abzugeben. Ich würde ihm auch tatsächlich für 1000 an der Stelle helfen wollen, weil ich denke, das wird auch zu einer Zustimmung in irgendeinem der Bezirke führen. Schätze ich. Ja, und außer dass jetzt Kipples so oder so auf dem Schreibtisch hat, sollte jetzt für sie da auch nicht mehr Stress mit verbunden sein, auch wenn es immer blöd ist, wenn quasi von oben der Auftrag kommt. Aber dann machen wir das. Jean Kippler nahm ihre Bitte ohne besonderen Enthusiasmus auf. Das Dach des Genossen Lorenz wurde übrigens trotzdem repariert. Na wundervoll. Erreicht, was wir machen wollten. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genossen Francis River. Guten Tag, Genosse River. Unlängst begann in allen Schulen der Gemeinschaft das Schuljahr. Und natürlich ist Eisen 1 keine Ausnahme. Es ist sehr gut, dass hunderte von Kindern sich erneut auf den Weg zu neuem Wissen machen. Aber es gibt ein Problem. Gegenwärtig ist es im Rahmen des Standardlehrplans schwierig, Kinder herauszufinden, die ihren Klassenkameraden voraus sind. Infolgedessen langweilen sich begabte Jungen und Mädchen im Unterricht. Manchmal beginnen sie sogar schlechter zu lernen als die anderen. Mir scheint, es wird sinnvoll sein, die Durchführung von Schululympiaden in den oberen Klassen zu finanzieren, deren Sieger die Möglichkeit erhalten, in den besten Hochschulen der Gemeinschaft zu studieren. Hochachtungsvoll, Jean Kippler, Vorsitzender des Komitees für Lebensunterhalt für die Stadt Eisen 1. Ich würde jetzt gegen alles verstoßen, wovon ich so überzeugt bin, wenn ich jetzt Nummer 2 sage. Tatsächlich? Also tatsächlich? Ja. Weil das total dieser grundsätzlichen Idee auch dieses Staates entspricht. Zu sagen, wir fördern Talente, wir entwickeln uns weiter, wir haben irgendwie als Staat immer noch so ein bisschen den Krieg in den Knochen und die alte Garde tritt ab und wir brauchen Talente. Und natürlich diese Talente im Sinne des Staates wiederum auch ideologisiert. Insofern kann man da durchaus schon 1000 ausgeben.
Meine Antwort darauf, und diese Option ist, steht mir leider nicht frei, aber tatsächlich ist das, was sie stimmt damit, wo ich persönlich ein Problem mit habe, an. Nämlich, ich finde Begabtenförderung nicht gut. Das ist nochmal eine andere Diskussion, die ich auch sehr spannend finde. Ja, ich verstehe, ja. Ich würde eher sagen, die wirklich gut sind, kommen nicht mit. Also, weiß ich nicht, ob die wirklich gut sind, noch eine Unterstützung brauchen. Ich bin dann eher so darauf, was ist mit den unteren 10-20%? Sollten wir die nicht dazu bringen, dass sie sich noch besser entwickeln können? So, das ist so immer meine persönliche Überzeugung. Das ist auch da wieder die Frage, wie man es aufbaut, wenn man sich darauf beschränkt, quasi nur die Begabten zu fördern, dann ja, aber wenn man die Chance nutzt, dass man dadurch mehr Freiraum hat für diejenigen Leute, die an welcher Stelle auch immer mehr Unterstützung brauchen, dann wäre das ja das klassische, selbstbestimmt geförderte individuelle Lernen. Das ist aber bei uns, glaube ich, nicht so in dem Start. Ja, und wieso nicht beides, steht im Chat von Horsti, und da hast du mal wieder vollkommen recht, warum nicht beides? Das stimmt. Genau. Ja. So, sag noch mal, du würdest... Das würde sich noch nicht mal ausschließen. Also, bei mir ist es, ich habe gerade gemerkt, bei mir ist so eine Klappe gefallen, weil... Also, hä? Olympiade und hast nicht gesehen, aber du hast, deine Argumentation halt noch bei mir nach. Also, es ist... Wir müssen uns vom Krieg erholen, wir müssen Möglichkeitsräume eröffnen. Warum sollten wir dafür nicht 1.000 ausgeben? Dem kann ich auch folgen. Das freut mich total. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass es Eltern gibt, die das gut finden. Ich denke auch, dass das gut ausgestaltet ist. Ja. Sie haben die Durchführung von Schul-Olympiaden bezahlt, was ambitionierte junge Menschen und deren Eltern sehr erfreut hat. Sie hoffen, dass dies in Zukunft die von ihnen aufgewendeten Mittel mehrfach kompensiert. Ja. An den Leiter des Stadtkomitees von Eisen 1, Genosse Francis River. Genosse River, bekanntlich ist Sport eine mächtige, konsolidierende Kraft. Deshalb möchte ich mit der Initiative zur Durchführung eines Fußballturniers unter den Behörden aufwarten. Auswahlmannschaften der städtischen Behörden kämpfen auf dem Fußballfeld miteinander. Was nicht nur die Solidarisierung der Gesellschaft fördert, sondern auch zu einem Beispiel der gesunden Lebensführung wird, für die man gar nicht genug werben kann. Der moderate Eintrittspreis erlaubt uns, die Veranstaltungen erschwinglich zu machen, aber dabei die Kosten zu decken. Ich hoffe auf Ihre Zustimmung. Hochachtungsvoll Major Heinrich Richter, stellvertretender Leiter der AIS, der Stadt Eisen 1 für körperliches Training. Ausgezeichnete Idee, 1.000 Staatsbedienstete haben wichtigere Dinge zu tun, als einem Ball auf dem Feld hinterherzulaufen. Naja, ich glaube, es gibt schon einen Grund, warum es so oft Fußballturniere gibt zwischen Unternehmensmannschaften oder irgendwelchen Behörden. Also dieser gesellschaftliche Aspekt möglich, sicherlich auch irgendwie da. Ich weiß nicht, ob wir das Geld dafür ausgeben wollen. Also, es hat eine unglaubliche Wirkung, weil es eine öffentliche Veranstaltung ist. Es ist auch Unterhaltung für die Leute und es wird was getan. Also ich würde sagen, es ist halt auch ein Event, was wir und dem ganzen werktätigen Volk bieten an dieser Stelle. Na klar. Für relativ wenig Geld. Ich finde, absolut, ich finde es total spannend, vorrangig, dass er das mit der gesunden Lebensführung argumentiert. Das ist jetzt bisher noch nicht so unbedingt meine Erfahrung bei vielen Fußballturnieren gewesen. Aber ja, da ist was dran, ja. Das ist an der Stelle nicht schlimm. Es hat ja was auch wieder mit dieser, wie hat das Horsti genannt, mit dem Humankapitalgedanken zu tun, die ja fit bleiben sollen und die solidarisch untereinander sein sollen. Das in der Logik dieses Systems ergibt es total Sinn.
Ja, ich würde da auch ausgezeichnete Idee sagen, tatsächlich. Sofort. Dann los. Das Fußballturnier zwischen den Behörden löste bei den Einwohnern der Stadt merkliches Aufsehen aus. Die Feuerwehrleute gingen als Sieger hervor, yes, nachdem sie im Endspiel die AIS-Auswahl bezwungen hatten. Das beim Verkauf der Eintrittskarten eingenommene Geld reichte tatsächlich zur Deckung der Ausgaben. Hey! Perfekt. Richtig Aufsehen, super. So, und jetzt sind wir hier bei dem von oben. So, wir müssen eine Entscheidung treffen bezüglich der Geschichte vom Gebietskomitee, die festgestellt haben, dass jemand mit verdorbenen Lebensmitteln beworfen wurde von der Partei und dass es beleidigende Sachen am Bahnhof gab und sie regen an, dass die Partei dass mal eine Gesinnungsabfrage in der Bevölkerung durchgeführt wird, wofür wir 3.000 ausgeben sollen. Und ich finde, das, was hierzu geschrieben ist, ich kann mir vorstellen, wie Chesters Cretins die Prüfung ablegen. Allein deswegen lohnt sich die Prüfung durchzuführen. Oder machen sie sich über mich lustig? Eigentlich finde ich das auch durchaus verlockend. Muss ich gestehen. Was sagst du, Romy? Verlockend ist es definitiv. Ich versuche gerade, meinen inneren Kompass wegzubewegen von meiner normalen Reaktion, die da wäre, Gesinnungsprüfung gehen gar nicht. Ich kann aber nachvollziehen, dass das uns gerade helfen würde. Einerseits, weil wir wissen, wir brauchen unbedingt die Partei im Rücken bei dem Feldzug, den wir hier gerade vorhaben. Und andererseits, weil wir die Partei auch brauchen werden, wenn wir sie demnächst um mehr Geld bitten. Ja. Was meine beiden Hauptargumente wären für die Ausgabe des Geldes. Ja, dann, also ich bin da auch, also ich würde das jetzt wirklich pragmatisch sehen. Ich finde auch so Gesinnungsprüfung nicht gut, aber es wird der Zustimmung der Partei bei uns gut tun. Die brauchen wir gerade, sowohl für Geld als auch für das, was wir mit der Chester-Nummer vorhaben. Mhm. Also werde ich jetzt hier drauf drücken. Sie haben mit den Vorbereitungen zur Durchführung der Parteiprüfung begonnen. Man kann nicht sagen, dass dies die Bevölkerung erfreut hätte oder dass die hierfür aufgewendeten Mittel nicht auch woanders gebraucht würden, aber die Partei war mit ihnen zufrieden. Okay. Und nun? Nun? Geht es? Beenden wir den Tag? Ja. -7. +4 bei der Partei. Ja, -2 bei allen, weil wir die Produktion hochgefahren haben und nochmal -2 obendrauf bei Bergleutebezirk. Weiß ich nicht genau, weswegen. Ja, bestimmt die Gesinnungsprüfung. Nein, ich weiß es nicht. Also kann eine Option sein, weil ja auch da stand, dass irgendwie die Gesinnungsprüfung in der Bevölkerung nicht so gut ankam. Ja. Also, jetzt treffen wir uns mal mit Helen. Oh. Oha. Schön im Sonnenuntergang. Mhm. Es ist kein Shepherd's Pie. Nee. Das Errungenschaft freigeschaltet war hier oben zu sehen, Büroromanze. Das waren nur zwei Bilder. Das war nicht einfach Essen hier. Und ich dachte, das, was ich hier tue, würde passen. Hallo? Freund, du hast richtige Probleme. Rayen, was ist passiert? Mir ist zugetragen worden, dass deine Erfolge einer gewissen wichtigen Person überhaupt nicht gefallen. So wenig, dass du in ein paar Tagen rausgeworfen wirst, wenn du nicht zu dir kommst. Denk dran. Und denk dran, ich habe dich nicht angerufen.
Okay. Guten Morgen. Sie setzt sich auch direkt hin übrigens. Ja. Guten Morgen, Francis. Guten Morgen. Wie hast du geschlafen? Hast du gefrühstückt? Ja, ich habe die Torte aufgegessen. Ich vergaß gestern zu erwähnen, dass sie einfach bemerkenswert ist. Ich habe es nicht vergessen, aber trotzdem sehr angenehm. Hast du schon herausgefunden, was mit Reed ist? Nein, noch nicht, Frank. Mach dir keine Sorgen, morgen schon kann ich dir alles erzählen. Ja, übrigens hat das Mädchen aus der Kommunestraße noch eine Beschwerde geschickt. Ich wundere mich nicht einmal. Was meinst du? Ich wundere mich nicht einmal. Was meinst du? Was soll mit ihm passieren? Ich weiß nicht, wenn ich ehrlich sein soll. Mir scheint es, dass das alte Schwachsinn ist. Oder auch nicht. Lies mal und entscheide selber, was damit zu tun ist. Gut. Okay, wir haben richtig Probleme, wurde uns gerade mitgeteilt. Ressourcen wie immer, was? Ja. 55, noch ein Tag bis zum Versand. So, ihr seht das jetzt nicht. Hinter unseren Bildern sind wieder die verschiedenen Bezirke und weil wir auf Intensiv sind, sind da Pfeile dahinter. Okay, wir haben 48 zur Verfügung. Ich würde jetzt hier wieder runtergehen. Und jetzt mache ich erstmal, die hier auch wieder alle auf normal. Und erfülle erstmal das, was wir erfüllen müssen. Also 3, 3, 6, 3, 6. Führt uns hier oben zu nicht mehr Werkzeug. Bringt unser Öl auf 0 und wir müssen bei Medikamenten und bei den Konsumgütern hochgehen. Und das würde ich auch direkt tun. Und da dann ein Polster schaffen und die tatsächlich richtig hochsetzen, dass wir was übrig haben in den auf diesen Ressourcen hier. Also +4, +4 gefällt mir und bei Öl würde ich auch eigentlich gerne hochgehen. Dass ich noch was über habe. Da haben wir schon wieder einen ordentlichen Batzen verbraucht. Puh. Ja. Einfach nur einen dazu, dass ich was im Positiven habe. Mhm. Aber ich bin jetzt so ein bisschen hin und her gerissen. Sollte ich hier vielleicht ein wenig runtergehen, dass ich nur +2 habe. Ich glaube schon, dass wir 18 über haben. Weil 18 plus 32, dann sind wir auch nur auf 50 und wir haben nur noch einen Tag. Und wir müssen wieder was verteilen und ja, ich würde 18 übrig behalten. Ja, finde ich gut. Okay. Wobei ich fast noch, vielleicht doch noch einen Gedankengang, der kann aber auch Blödsinn sein. Ja, erzähl. Dass so richtig rausgefunden, wie das mit diesem 55 oder vorhin waren es ja 50 bis zum Versand, habe ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ob das was macht oder nicht, ist mir schleierhaft. Und ich überlege gerade die ganze Zeit, wie sich das auswirkt, wenn wir diese 55 nicht morgen verschicken können. Ob das dazu führt, dass die Produktion in den anderen Städten zusammenbricht, weil die ja wiederum quasi eine Grundversorgung haben. Also ich stelle mir das gerade vor, dass es eine Grundversorgung gibt. Jeder gibt immer irgendwas rein. In unserem Fall alle paar Runden irgendwie 50 oder 55. Und alles, was zusätzlich noch gebraucht wird, wird über diesen über diese Bedarfsanfragen hier geregelt. Und wenn dem so wäre, bräuchten wir in der kommenden Runde 55, die wir wirklich verschicken können, damit die Grundversorgung gewährleistet ist.
Ja, aber wir hatten letztes Mal auch 50 in 0 Tagen. Also es war also Tag 1, morgen wird es nicht verschickt, sondern übermorgen. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, lass uns die 18 behalten. Und wir kommen hoffentlich übermorgen, weil das letzte Mal war es Tag noch 0 Tage bis zum Versand, irgendwie so. Also nicht bei Tag 1 wurde es weggeschickt. Okay, dann führen wir im Zweifelsfall das Gespräch in der nächsten Runde nochmal. Und oder merken uns das. Und ansonsten zitiere ich Belana, die sagt, ich verstehe das allgemein gar nicht. Hm. Ich habe da auch noch meine Schwierigkeiten, das zu verstehen. Ja, das hier wäre nett, mit mehr Informationen unterfüttert zu sein. Hm. So, haben wir das. Wir haben Karte und Beschwerden. Karte? Worauf hast du denn Lust? Ja, eigentlich auch auf Karte. Das ist jetzt alles neu. Fangen wir mal mit dem Bezirk hier an. Bergleutebezirk. An den Genossen Francis River. Genosse River. Gegenwärtig ist die AIS mit der Fahndung nach Rudolf Krammer, einem aus der Militäreinheit geflohenen Soldaten, befasst. Heute haben wir erfahren, dass er sich auf dem Weg zu seiner Freundin Barbara Soika gemacht hat. Sie hat mit ihm gestritten und hat den Deserteur rausgeworfen. Anschließend hat er in einem Laden 5 Flaschen Wodka entwendet und sich in der Wohnung seines Vaters eingeschlossen, der zu dieser Zeit bei der Arbeit war. Jetzt schreit Krammer irgendetwas unverständlich und schießt von Zeit zu Zeit durch das Fenster in die Luft. Dieses Problem muss gelöst werden, bevor er die ganze Stadt aufschreckt. Frank, ehrlich gesagt, ohne Schusswaffeneinsatz unsererseits wird es nicht ablaufen. Ich frage nach der Genehmigung zum Stürmen. Natürlich sind Absperrungen und Evakuierungen erforderlich. Hochachtungsvoll, Oberst John Chester, Leiter der AIS für Stadteisen 1. Wer ist John Chester? Würde ich sofort sagen, ja gut, dann los. Aber irgendwie ist jetzt dieses Misstrauen bei mir so ein bisschen da. Und diese Argumentation mit Verbrecher fangen ist Arbeit der AIS leuchtet mir auch ein. Gleichzeitig... Ach genau, und es ist halt auch sehr teuer. Diese 9000 sind... Das wäre schon hart für uns. Ja. Ich würde sagen, wenn er so betrunken ist und unverständliches Zeug brabbelt, warum muss Schusswaffeneinsatz genehmigt werden? Nee, er hat ja sowieso auch nur die übliche Munition dabei. Also das, wie viel Munition soll er denn haben, damit er noch in 3 Tagen eine Gefahr ist? Korrekt. Ich weiß halt nicht, was die übliche Menge an Munition ist. Ich würde hier an dieser Stelle sagen... Ich genehmige keinen Schusswaffeneinsatz und schon längst nicht, wenn der so teuer ist an der Stelle. Der ist frustriert. Na klar ist der auch gefährlich, aber wenn er betrunken ist und bisher nur aus dem Fenster in die Luft schießt, ist alles gut. Ja, und warum sollten wir Leute evakuieren? Was bedeutet, dass sie aus ihren sicheren Wohnungen von A nach B gebracht werden? Er hat sich eingeschlossen und läuft auch nicht amok. Genau, ja. Im Chat, Belana sagt das auch, er hat noch keinen verletzt bis jetzt und läuft auch nicht amok. Ja. Also, für mich erschließt sich die 1 nicht so richtig. Nee. Und es ist wieder, also auch unabhängig davon, dass es Chester ist. Auch wenn es nicht Chester wäre, hätte ich nicht gesagt, Moment mal, was? So, du brauchst 9000 für jemanden, der betrunken ist, unverständliches Zeug brabbelt, während er sich in der Wohnung seines Vaters eingeschlossen hat und in die Luft schießt. Nachdem ihm seine wahrscheinlich Geliebte rausgeworfen hat. Ja, wie war das? Der Junge ist betrunken, sitzt in der Wohnung von seinem Vater, schießt in die Luft, das ist schlecht, aus dem Fenster, ist definitiv nicht gut. Ja. Wir wissen, er hat nicht allzu viel Munition dabei. Wir wissen, dass er momentan die Wohnung nicht verlässt. Also warum großräumig evakuieren für so viel Geld? Also nee. Nee. Komm. Verbrecher fangen... Einfach mal nee sagen. Ja, finde ich auch. Sag doch einfach nö. Sie sind es leid, Probleme unfähiger Soldaten und Milizionäre zu lösen. Die Werktätigen sind geneigt, ihnen einen Teil der Schuld für das Durcheinander zu geben, aber was verstehen die schon?
Der Bergleutebezirk fand das gar nicht lustig. Ja, es war auch, das passierte halt bei ihnen im Bezirk und so. Ja. Wir müssen irgendwas für die machen. Das war's erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!